Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Und ja, wir gehen hier mal rein und spielen das mal ab. Und nun, Freund Rainer, müsst ihr an der Vision des Overminds über die Zukunft teilhaben. Das Ende meines Volkes. Das Ende aller Dinge. Dies ist unser Schicksal. Sollte Kerrigan sterben. Dann starten wir doch mal diese Mission. Ich habe keine große Lust mehr, eine Vision des Overmind anzusehen. Aber wenn Kerrigan da in einer Rolle spielt, ich muss es einfach wissen. Auf einer fernen, überschatteten Welt werden die Protoss zum letzten Gefecht antreten. Sie werden ihre Helden versammeln, ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen und dann tapfer sterben. Aber sterben werden sie. Und meine Zerg werden Sklaven sein. Sklaven des Hybriden. Alle werden sich beugen. Vor der Macht des Gefallenen. Okay. Klingt ja schon wieder toll. Ewige Finsternis auf IU. Glaube ich. Ist eigentlich egal, auf welchem Planeten. Ich muss kurz überlegen. Ich habe ja die alle Missionen schon mal gespielt. Ich muss ganz kurz überlegen, wie die Struktur nochmal ist. Es gibt drei Angriffspfade, das heißt, wir müssen drei verschiedene Verteidigungsnetzwerke aufbauen. Wir brauchen auf jeden Fall immer Lufteinheiten und Antilufteinheiten und Antibodeneinheiten gleichzeitig da. Wir brauchen ein paar Kanonen am besten. Gut. Ja, und das ist so ziemlich das, was ich ohne was lesen kann. So, fortfahren. Volk der Protoss, hört mich an. Das letzte Zwielicht ist gekommen. Die Galaxie brennt um uns herum. Die Terraner wurden verschlungen. Wir sind alles, was sich dem Schatten noch entgegenstellt. Und sollten wir heute unser Ende finden, so werden wir das gemeinsam tun. Entarot Asada! Hier kann man eh nur verlieren von dem her. Audin Ashadal. So, mal schauen. Gut. Genau. Der hier geht mal hier hoch. Der geht da hoch. Gerechtigkeit! Erhabener, das Gewölbe ist bereit. Gebt uns Deckung, während wir unser Wissen für diejenigen, die uns nachfolgen, sichern. Sie dürfen nicht die gleichen Fehler wie wir machen. Es wird wahrscheinlich eh keine geben, die nachfolgen, aber okay. So, wir warfen mal ganz noch hier ein bisschen was rein. So, ganz kurz, hier muss nach vorne. Ich vernahm. Erleuchtet mich. Ich habe die letzten Schiffe unserer großen Flotte zusammengerufen. Ja, das ist schön. Zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen können, Admiral Urun. Wenn der Feind aus der Luft angreift, werden wir eure Unterstützung benötigen. So. Okay, ich könnte gerade noch mal ein paar herwerfen. Ja, ich weiß, es gibt Phoenixe. Die Zerg haben die ihnen zugedachte Rolle wie geplant erfüllt. Meine Hybriden sind der Beweis dafür. Und nun werden die letzten der Protoss ihre Rolle erfüllen. Im Tod
Ja, Schnauze. Bauen wir alle Sachen hier hin, weil man kann nie genug Zeug haben. Ja, okay. Jo. Okay, ganz kurz. Wir brauchen noch ein paar mehr Warp Gates. Wir brauchen noch ein paar mehr, oder? Okay. Jetzt ganz kurz chillen, ne? Das mal schnell dahin. Schnauze. Oder? Für die Ehre. Hier noch schnell. Dann muss die Ratul am besten nicht. Den will ich nicht unbedingt am Fallen haben. Sekunde mal kurz. Wir brauchen noch ein bisschen mehr hiervon. Warte, 166. 2000 kriegen wir vielleicht sogar hin. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Okay, Sekunde mal kurz. Schön symmetrisch aufgebaut, wenigstens. Alles soll in meinem Namen neu erschaffen werden. Erblickt meine größte Schöpfung. Von wo denn bitte? Ja, komm, aus dem Nichts heraus, ne? Ja gut, ich bin richtig schlecht gerade. Boah, das ist nicht gut. Ach, nicht gut. So, die eine Sonne hier bitte. Bitte was? Okay. Nur ein oder viel zu wenig Einheiten. Ich glaube nicht, dass die 2000 Einheiten möglich sind, aber okay.
Ja, nicht vergessen, die können wir nicht beschützen. Es ist gut, euch zu sehen, großer Mohandar. Für Ajur. Ja, kümmert das hier bitte. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen Probleme gerade mit den Einheiten. Scheißegal. Und dann dahin zurück. Genug, Medic. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. 500 Feinde ist gar nichts. Und zwar absolut gar nichts. Ich habe die ganze Mission schon ein paar Mal, einmal gespielt. Und ja, da kommen noch ein paar mehr. Ich kann jetzt schon sagen, es wird schmerzen. Und zwar brutalst. Basis wird angegriffen. Wir zögern. Ihr versteht nur wenig. Schnauze. Oh, ich habe eine Idee. Und zwar. Könnten sich eigentlich zu Orks zusammenbauen. So. Jetzt haben wir hier immer noch ein paar Orks. So, sorry, mein Vater kam gerade rein und hat nicht mitbekommen, dass ich aufnehme. Na gut, ich habe mich natürlich nicht ordentlich vorbereitet. Feinde wird echt brutal schwer, vor allem weil wir keine Einheiten haben, die irgendwas. Hä? Junge, du sollst doch dahin gehen. Die halt irgendwas an Ressourcen sammeln, aber. Na gut. Oh, ich sollte vielleicht auch upgraden, ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, hier. Oder habe ich zwei Forges? Ne, habe ich nicht. Ich bin jetzt davor, noch eine weitere zu bauen. Ja, wir haben absolut gar nichts mehr. Jetzt gehen wir dahin, dass wir dahin, dass wir überhaupt mal einen Überblick haben. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt bereits die Saat eurer Zerstörung in sich. Ja, wir haben gar keine Mineralien, das ist ein bisschen dämlich. Oh, toll. Jetzt haben wir auch noch Neides da. Ihr seid auf mich angewiesen. Dies ist die Stunde der Wahrheit, edler Templer. Zeigt dem Feind die geballte Wut der Krieger Ajurs. Ex
Exekutorin Selendis. Entfesselt die gesamte Macht eurer Streitkräfte. Womöglich wird es kein Morgen geben. Entaro Tassadar, Ceratul. Entaro Tassadar. Vielleicht kriegen wir so noch die paar tausend Feinde hin. Aber wir brauchen auf jeden Fall mal noch ein paar mehr Pylons, fällt mir mal so auf. 2, 3, 4, 5. Wie viel erhöht sich das? Keine Ahnung. Mal schauen, was ist da noch? Die zweite. Der hier. Jo. Vielleicht reicht das hier jetzt aus. Ich hoffe es zumindest mal. Jetzt war wieder alles still. Ja, okay. Sag ja, wir haben ein Problem mit Mineralien, weil wir einfach keine Einheiten, keine Produktion haben. Bisschen was vielleicht noch weggekriegt. Zum Glück sind es ja fliegende Einheiten, das heißt, die kommen ganz leicht weg. Nein, danke. Gut, die 1000 Feinde sollten auf jeden Fall hinbekommen. Ich spiele halt auch so kein Protoss, von dem her habe ich keine Ahnung, was wirklich gut ist in der Defense. Eure Krieger bekämpfen den Gegner.
Okay. Ach, nicht C, V wollte ich. V. Mal schauen, ob wir auf 2200 töten können. Und wir sind bei 1300 immerhin, aber unsere Einheiten werden immer weiter dezimiert. Das war's, scheiß drauf. Ich hole jetzt noch ein bisschen was rein. Vielleicht geht es ja dann schneller. Ich bezweifle es zwar, aber. Uns droht selbstgefällig. Anan Poral. What? Teleportation erfolgreich. Mit Stolz. Wir werden siegreich sein. Eigentlich muss ich jetzt ganz viele Lufteinheiten bauen, wenn immer so ein. Das glaube ich mal, das ist ziemlich das Sinnvollste, was ich machen kann. Sicher? Ich hau natürlich auch immer wieder Dingens raus, ne? Logischerweise. Dann hau ich hier noch einen Träger rein. Nein, nicht das Teil angreifen, hier in einfach. Ach, komm mal. Energie, mein Leben für Ajur. Zufrieden. Hier ist die Exekutorin. Ja, Schnauze. Ich kann nur kurz ein paar Hilfen hierher warpen. Müsste ich nicht eigentlich. Zählt es als Protoss? Das scheiß Vieh hier. So, mal schauen. 250. Okay, gut, da kommt nochmal ein Träger rein. Ganz kurz, wenn ich jetzt den da hinten hinschiebe, was ist dann? Jo, dann da werden wir überrannt. Ach, come on, jetzt kommst du, du Lappen! Unsere Matrixfelder sind.
Massenrückruf initiieren. Eure Sonden werden angegriffen. Brüder und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Habt Vertrauen ineinander. Ja. Kämpft mit einer Seele. Was, wenn ich den hier rüber schicke? So dass die Erinnerung an uns bis in die entferntesten Winkel der Galaxis strahlt. Entaro Tassadar! Leute, alle zusammenziehen und dann unsichtbar werden. Eure Bemühungen sind fruchtlos. Meine Kreationen werden ein neues Zeitalter einleiten. Na gut, vielleicht kriegen wir so noch die 2000 hin. Ich weiß es nicht. Macht das eigentlich? Okay. Wir werden obsiegen. Meine Zweifel schwinden. Vergebt mir, großer Tassadar. Ich war nicht stark genug. Komm schon, verprügelt aber die ganzen kleinen Einheiten. Okay, vielleicht kriegen wir es echt noch in die 2000 Einheiten. Wir sind zumindest extrem lucky. Vielleicht kriegen wir, ich weiß nicht, ich glaube bei 2500 gibt es auch noch irgendein Achievement. Okay, gut. Wir haben die 2000 bekommen. Es gab eine unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. Gut. Jo. Kerrigan. Wie konnten wir das ahnen? Was letztes hört er hier? Ich kehre zurück in die Leere. Und damit sind die Protoss ausgelöscht. Das ist eine Vision. Der Gefallene. Euer Licht ist erloschen. Es ist vorbei. Okay. Okay, gut. Ein bisschen sehr. Punkte freigeschaltet, okay. Mal schauen, ob es noch eine Tunis gibt.
Zeuge der Wahrheit geworden. Es lauert eine bösartige Präsenz in der Leere, die alles zerstören will, das uns am Herzen liegt. Könnte dieser Gefallene ein Xel'Naga sein? Könnten die Götter selbst nach unserer Zerstörung trachten? Nach so langer Zeit? Und Kerrigan, ich kann es kaum glauben. Diese niederträchtige Königin der Klingen soll die Zerstörung all dessen, was wir kennen, verhindern? Raynor, womöglich haltet ihr schon bald Kerrigans Schicksal in Händen. Ich weiß nur eines, sie muss leben. Seid auf der Hut, alter Freund. Die Bluthunde der Leere sind auf der Jagd. Okay, klingt ja schon wieder gut. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit noch und tschüss.